2374, hallo liebe Aufrufer, ich bin wieder in meinem Paradies gelandet und habe eine neue Lichtgeschwindigkeit hier vorbereitet, und zwar zum Thema Mindestlohn, Mindestrente, Mindestsicherheit. Und das ist sozusagen die Kurzfassung des Wahlprogramms der Linkspartei für die kommende Bundestagswahl. Mindestlohn, Mindestsicherheit. Neuen Deutschland ist ein Beitrag von heute, Dienstag, 16. Oktober. Gesparter Mindestlohn, seit 100 Tagen streiken Mitarbeiter eines Sparkassen-Callcenters in Halle. Es ist zum Parteiprogramm der Linkspartei hier heute nichts drin. Ich habe aber diese Zeitung die letzten Tage nicht in der Hand gehabt, insofern werden die schon auf dem Laufenden sein. Aber bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hier von heute ist das Thema Wahlprogramm der Linkspartei, Mindestlohn, Mindestrente, Mindestsicherheit vermerkt, und ich komme gleich dazu. Und vorher möchte ich aber hier die Titelüberschriften kurz vorstellen. Jeder achte Mensch hungert. Ich gehöre also zu den glücklichen Sieben. Ich hungere nicht, mir geht's gut. Auf dem Weg zum Krieg wird hier beschrieben als Leitartikel. Da geht es also um Malis Militär. Mali. Mali ist ein französisches, mittelnordafrikanisches Land, französisch sprechende Leute, ohne eine Küste, also ohne Hafen. Mali. Für uns ist es relativ teuer zum Reisen nach Mali, und auch es ist nicht so ganz, Mali nicht so ganz dem ersten Westen zugeneigt. Also da muss man höflich sein, wer dahin will. Und dann Ökoumlage steigt um die Hälfte. Hier geht es um die sogenannte Energiewende. Dieses halte ich alles für einen ganz großen Schrott. Der Umweltminister Peter Altmaier hat sich wirklich verhakt in der Zauberlehrlingsrolle, dieses Ressort zu übernehmen, und er wird das Problem nicht lösen. Hier geht es doch entweder um Marktwirtschaft, und dann aber Marktwirtschaft nur unter der Bedingung von Wettbewerb. Und dann müssen Sie Kapital akquirieren, wenn Sie eine gute Geschäftsidee haben, dann müssen Sie investieren. Marktwirtschaft wird von den Monopolisten der Energiewirtschaft aber gar nicht gewollt, denn sie wollen sozusagen, wie man das alles nennt, Verteilung, Querfinanzierung, Seiten, bla bla bla, Subventionierung, Staatsbeteiligung, ja, die Verbraucher sollen jetzt an den Kosten beteiligt werden, und ich sehe aber nur vor wenigen Wochen erst die unglaublichen Milliardengewinne, die die vier Großen gemacht haben, also insbesondere E.ON und RWE und Vattenfall. ENBW hat ja die baden-württembergische Spezialvariante, die haben ja ziemlich viele Ladenhüter im Geschäft. Gut, also Neues Deutschland im Titel, Grass 85, Günter Grass 85, da hätte doch einer gereicht, möchte ich sagen, und nur ganz kurz, denn das vertiefe ich wirklich lieber nicht, diesen Unsinn, ich ausgetauscht gegen mich, eine ganze Seite Günter Grass im Neuen Deutschland von heute, und dann heißt es hier unten: Grass litt stets an Deutschland, ob dieses sich nun im Westen remilitarisierte oder im Osten Bauarbeiter, bla bla bla. Und dann geht es hier um die guten Gefühle. Die man bei Grass hat. Und da kann ich nur sagen, seine Souveränität, die sich auf Leistung gründet, ist begleitet von einem unübersehbaren Misstrauen. Es ist für mich bla bla bla, es ist wirklich dieser Günter Grass hier, trifft diesen Redakteuren vom Neuen Deutschland in die Seele, denn Günter Grass ist eine westdeutsche Fortsetzung der DDR auf eigene Art, der Bruder Grass. Und es wird also gesagt, eine Mehrfachbegabung, erzählt, ist bildender Künstler, dichtet, wurde bei Steidl in Göttingen zum barocken Perfektionisten der Selbstvermarktung. Er weiß, Wonne zu verströmen, wenn die Rede ist von Getier, Strandtabak. Also, ich weiß, Günter Grass aus Zeiten des Verbandes der Schriftsteller, der Feder, des VS in Westdeutschland, Grass im Vorstand, eine Arschgeige, ein übler Mobber, ein Seilschaftenknebler, nur zur persönlichen Karriere, als Wahlhelfer in der SPD, immer wieder Günter Grass, und hinten dran ganz leise. Und seine große Kunst,
Ja, bitte, wer sich das angucken will, die von Fotos abgefederzeichneten Fische und Schnecken und Pilze, die er gemacht hat. Ich knie nicht davor, ausdrücklich. Und wer in der SS war, egal wie alt, der kann einerseits sagen, ich war noch zu blöd und zu jung. Dann muss er aber als Erwachsener sagen, um Gottes Willen war das ein Irrtum. Aber nicht wie Günter Grass sein ganzes Leben lang mit seiner eigenen SS-Reklame Geschäfte machen und andere Leute sozusagen herabwürdigen. Wer in der SS von Himmler und Heydrich war, muss tausendmal abschwören. Und da ist das nicht die Frage von Künstler und dummer August und so weiter, Günter Grass. Also, das tut mir sehr leid. Und von meinem Thema Mindestlohn, Mindestrente, Mindestgrundsicherung oder Mindestsicherheit, wie die Linkspartei jetzt als Wahlprogramm ausgegeben hat, komme ich jetzt wirklich gleich. Es ist keine leere Versprechung. Zunächst nochmal was sehr Sensationelles. Schottland als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft, als Teil von Großbritannien, United Kingdom, Vereinigtes Königreich, hat also jetzt die gesetzlichen, rechtlichen Grundlagen bekommen, wirklich Ja oder Nein abzustimmen, Volksabstimmung, über den Verbleib Schottlands im United Kingdom oder der wirklichen Selbstständigkeit, ein völlig unabhängiger eigener Staat zu sein. Hier wird nun schon seit längerer Zeit immer von irgendwelchen Meinungsumfragen gesprochen, da sagen die Leute, nein, nein, die Schotten sind zwar Schotten und nicht Engländer, aber sie wollen natürlich mehrheitlich doch nicht austreten aus Großbritannien und man weiß es nicht. Es ist ein unabhängiges Schottland durchaus auch imstande, Mitglied der EU zu sein. Die treten ja nicht aus der Europäischen Union aus und insofern ist die Frage, ob sie durch die Beseitigung von London nicht nur in der föderalen Schachtelung von oben nach unten oder von der lokalen Politikbasis nach oben, nach Brüssel letztlich, ob die Schotten da eine Zwischenstation, nämlich mit London, ausschalten und abwählen. Wir werden sehen. Jedenfalls ist das jetzt ein Thema. Und dann ein anderes Thema, was jetzt wirklich auch kommt, das ist die Angelegenheit der Doktorarbeit der Bundesbildungsministerin Schawan. Hier ist also ein Gutachten heimlich veröffentlicht worden, was zunächst ja eine verwaltungsmäßige Ordnung zu befolgen hätte und das hätte man nun dieser Frau Schawan auch zur Verfügung stellen müssen, bevor von irgendwelchen Brutalos der Presse auf Frau Schawan Druck gemacht wird, die dieses Gutachten noch gar nicht gesehen hat. Das ist das eine. Das andere ist, es ist jetzt Strafantrag gestellt worden gegen diese Mobberei. Und das finde ich natürlich jetzt wirklich interessant. Wenn ein Nebeneffekt davon wäre, dass wie der Doktorvater von Frau Schawan jetzt heute im Rundfunk, Deutschlandfunk gesagt hat, ha, die Doktorarbeit von Frau Schawan ist eine höchst interessante wissenschaftliche Leistung. Bei der ganzen Kampagne vielleicht auch noch irgendetwas über die Doktorarbeit von Frau Schawan inhaltlich. Was hat sie da gemacht? Was hat sie zur ganzen Wissenschaft hinzugefügt? Und dann die Frage zu stellen, hat sie das, was sie erarbeitet hat, abgeschrieben oder ist das ihre wissenschaftliche Leistung? So, und wenn dann sich herausstellt, sie hat, wie das immer so ist, auf der Höhe des Forschungsstandes eine zusätzliche wissenschaftliche Leistung ausweislich erbracht, die dann auch von der Universität Düsseldorf promoviert worden ist, dann ist das ihre wissenschaftliche Befähigung, es ist ihre Promotion, es ist ihre Doktorarbeit und dass dann irgendwo in der Arbeit irgendwelche Zitate ungenau sind oder was, das wird man überprüfen können. Aber die Frage ist, hat sie einen Beitrag zur Wissenschaft geleistet, finde ich, und dann wüsste ich ganz gerne, was das ist. Ich werde mir diese Doktorarbeit jetzt nicht besorgen, aber das könnten jetzt die Medien mal zeigen, dass sie fähig sind, über so einen Skandal zumindest auch wissenschaftliche Leistung ein bisschen herauszubringen. Das tun sie natürlich nicht, kann ich schon vorhersagen, aber ich bleibe dran. Und dann ist heute in der kommenden Nacht die weitere Diskussion zwischen dem amerikanischen Präsidenten im Fernsehen. Das wird so eine Art Rathaustreffen sein. Barack Obama, Präsident der Demokraten, gegen den Spitzenkandidaten Mitt Romney der Republikanischen Partei. Es sind noch andere Kandidaten im Spiel bei der Wahl, aber hier wird also dieser Konflikt zwischen zwei Köpfen immer hochgestylt. Und die Tatsache ist, sie erzählen nur das, was sie vorher ermittelt haben, das beim Publikum gut ankommt. Und zwar
Sie lügen, die frommen Lügen, Pia Fraus, was die Leute hören wollen, und bei dem, was man den Leuten in den Arsch kriegt, fragen die dann auch nicht nach. Ebenso wenig die Fernsehmoderatoren, die auch wissen, was die Leute hören wollen, egal ob wahr oder nicht. Und wenn die Leute etwas lügen, was die Leute gerne hören wollen, ist da kein Spielverderber der Journalisten, die dann nochmal die kritische Frage stellt. Heute hat eine amerikanische Journalistin gesagt, nein, wenn hier nach Äpfeln gefragt wird und es erzählt einer etwas von Orangen, dann werde ich nochmal nach Äpfeln nachfragen. Na, wir werden das sehen. Okay, also dann bis morgen. Und jetzt kommt also der Mindestlohn hier. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Seite 4. Da in der Mitte der Artikel. Linkspartei beschließt Wahlstrategie, Mindestlohn, Mindestrente, Mindestsicherung. Partei hat sich erholt. Also die Linkspartei hat ja angeblich ein internes Führungsproblem gehabt das letzte Jahr. Davon würde gar keiner was wissen, wenn die Medien da sich nicht dran delektieren würden, aber so ist es nun mal. Ja, hat die CDU vielleicht ein Führungsproblem oder die SPD? Tralala. Also Mindestlohn. Und jetzt möchte ich als Soziologe etwas sagen. Eine Gesellschaft, die glaubt, dadurch, dass sie extremen Konkurrenz- und Leistungsdruck aller gegen alle organisiert, weil dadurch insgesamt die größte gesellschaftliche Leistung und dann angeblich die beste Überlebenschance einer starken Gesellschaft geschaffen werden kann, ist aus soziologischer Sicht völliger Blödsinn. Ja, ein verzagter Vogel singt nicht traurig, er singt gar nicht. Und die überforderten Menschen gehen einfach kaputt. Man kann durch bedingungslosen Leistungswettbewerb aus Fußballern keine Fußballgenies machen, sondern Alkoholiker oder Häuseranzünder oder was weiß ich. Insofern ist das so, dass nach unten hin eine Mindestsicherung sein muss, und diesen Begriff Mindest haben die hier herausgewiesen. Das, glaube ich, würde ich dem Lafontaine, der für sehr, sehr viel Quatsch in der Politik verantwortlich ist, insbesondere Impulse, blödsinnige Argumente und so, aber das würde ich dem Lafontaine schon zurechnen. Das ist eine gute Leistung hier über den Modus Mindestlohn, Mindestrente, Mindestsicherung. Das halte ich für eine gesellschaftspolitische unabdingbare Qualität, das müssen alle Parteien sich sagen lassen. Und wir werden aber sehen, tatsächlich auch alle Parteien haben so eine gewisse Mindestausstattung, wobei allerdings das unterschiedlich ist. Und dann bin ich also als sozialliberaler Pirat für eine menschlichere Mindestgestaltung der Gesellschaft als beispielsweise die libertäre FDP, die insofern längst nicht mehr sozialliberal ist. Also hier heißt es: Der Vorstand der Linkspartei hat am Wochenende mehrheitlich die Wahlstrategie beschlossen, die Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn im Sommer vorgelegt hatte. Anders als andere Parteien veröffentliche die Linke die Wahlstrategie, sagte Höhn am Montag in Berlin. Sie sei gegen 2 Nein-Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen worden. Nicht übernommen worden seien die Passagen über die Einschätzung der anderen Parteien. Da jedoch Parteien ihr Verhalten auch änderten, sei das kein Verlust. Einen großen Dissens habe es darüber im Parteivorstand nicht gegeben. Man werde allerdings genau beobachten, wie die anderen Parteien sich verhielten und Strategien und gegebenenfalls Taktik danach ausrichten. Es ist die Grundsubstanz, so sagt man. Die Linkspartei lädt ihre Mitglieder und Sympathisanten ein, von sofort an bis zum 1. Dezember über eine Online-Plattform im Wahlprogramm für 2013 mitzuwirken. Das beste Wahlprogramm aller Parteien, sagen sie. Ja, dieses mit dem Internet, glaubt das doch nicht, Leute, ist doch bei den Piraten nicht einfach ungeschickt gemacht, sondern die soziokulturelle Befähigung von Menschen, schriftlich übers Internet geistig in Austausch zu treten, ist nicht gegeben. Ich kann Geburtstagswünsche versenden per E-Mail, ja, aber Zahlungsbefehle kann ich rausschicken, aber nicht eine politische Diskussion machen. Das wird etwas, das muss man mal sehen, auf welchem Niveau, wenn ich internationalen Vortragsgeschichte eingeladen werde und die Referenten senden ihre Texte vorher per E-Mail rum. Sowas hat man früher mit Papier und Post gemacht. Ja, das ist hervorragend am Internet. Das geht innerhalb weniger Tage, hat jeder mit jedem alles abgegolten, damit nicht mehrere Leute das Gleiche erzählen. So, das ist hervorragend. Aber das sind Wissenschaftler.
Die ganz normalen Parteien müssen nach unten, was Bildung und Intelligenz betrifft, offen sein. Und das heißt, diese Internetprogrammarbeit ist doch für Leute, die nicht richtig lesen und schreiben können, die nicht viel Wissen haben über Politik, überhaupt nicht möglich. Die können nur sagen, ich muss mindestens Luft haben zum Arbeiten, atmen, ich muss mindestens so und so viel Mark in der Tasche haben, ich muss mindestens so und so viel Frauen am Tag vernaschen und so weiter. Also Mindestausstattung. Und das ist, was die Linkspartei hier sehr gut auf den Punkt bringt. So. Dissens zwischen Linken und Reformern, während etwa der frühere Vorsitzende Oskar Lafontaine häufig rote Linien als Abgrenzung gegenüber der SPD zog, verlangten die jüngeren Pragmatiker in der Partei seit geraumer Zeit ein Ende der Haltung wir gegen alle und eine Politik, die sich an den realen Lebensbindungen der Wähler orientiert. So, wenn die Piraten nicht jetzt in die Strümpfe kommen so langsam, dann werde ich meinen Wahlkampf aufziehen an den oppositionellen Ideen der Linkspartei, denn sie sind weit und breit die einzige Opposition, die wir haben. So, das wollte ich mal sagen. Eine Soziologie ist natürlich der menschlichen Wissenschaft und Erkenntnis verpflichtet und die Erkenntnis, dass man durch gesellschaftlichen Druck und Wettbewerb die Schwachen fertig machen kann, ist doch überhaupt nicht im Labor nochmal zu beweisen, das wissen wir doch. Also will eine Gesellschaft wirklich mit den Menschen klarkommen, die da sind, die alle einen menschlichen Anspruch haben, muss eine Mindestversorgung da sein. So, das ist das, was hier zu sagen ist. Das hat die Linkspartei jetzt als ihr Bundestagswahlprogramm ausgegeben. Das begrüße ich sehr und schönen Dank für den Aufruf hier. Lichtgeschwindigkeit mit der neuen Nummer hier haben wir die Piraten bei der Suche nach dem Programm und jetzt 2, 3, 7, 4 und die nächste Sendung ist die Nummer 5. So, schönen Dank hier für die Teilnahme und so geht's.